herzlich willkommen zu Bibs Bilanz, der Herbst. Die Tage werden kürzer, die Abende gemütlicher. Man sitzt dann zu Hause bei flackerndem Kerzenschein, isst ein paar Esskastanien, ein bisschen Rotwein dazu, wunderbar. Aber bei mir kommt dann seit Wochen jede Nacht der gleiche Albtraum. Ein Gentechnik-Freilandversuch ist schiefgegangen und auf meinem Kopf ist die DNA gelandet von Boris Johnson und Donald Trump. Und nicht nur auf dem Kopf, nein, die ist eingesickert in den Kopf. Und ich mache Wahlkampf in diesem Traum. Ich will hier das Mainzer Rathaus erstürmen. Büb vor Oberbürgermeister. Boris Johnson diktiert mir dann sozusagen die DNA, diktiert mir dann ins Wahlprogramm Mainz raus aus Rheinland-Pfalz. Der Maxit raus. Rheinland-Pfalz bleibt zurück mit dem Hahn, mit dem Nürburgring, mit dem ganzen Schlamassel. Mainz steigt dann wie Phönix aus der Asche in meinen Wahlkampfreden durch den Rhein in der Mitte. Eine große Mauer verhindert dann, dass die Wiesbadener dann insbesondere an Fassern versuchen, dann hier das rettende, fröhliche Ufer zu erreichen. Die Wiesbadener, die es schon nach Mainz geschafft haben, werden auf eigene Kosten dann wieder zurückgebracht und so. Das ist furchtbar, jede Nacht dieser Traum. Wobei ich tagsüber ja sagen muss, als Kabarettist beneide ich ja die US-Amerikaner so ein bisschen um Donald Trump. Ne, wenn man bei uns mal guckt, ne, Angela Merkel, was gibt die kabarettistisch her? Das ist ja kaum was. Ne? Über Jahre hinweg muss man über die Frisur Scherzchen machen, ne, oder über ihre eingeschränkte Mimik und Gestik, ne, dass sie halt die Merkel-Raute und sowas. Das gibt ja kaum was hier. Ne? Dagegen die US-Amerikaner mit dem Trump, das ist der Wahnsinn. Ne? Wobei ja selbst Gegner von Trump sagen, man kann sagen, was man will, aber sein Friseur hat Humor. Und dieser Hass auf die illegalen Einwanderer ist natürlich letztendlich auch darauf zurückzuführen, dass der Trump seit Jahren in seiner Perücke zwei illegale Einwanderer hat, die ihm da immer auf der Schädeldecke rumtrampeln. Ne? Jetzt denkt man im Moment, naja, es sieht schwierig aus für ihn. Er hat ein ganz eigenartiges Verhältnis zur Sexualität. Man sagt ja auch, Trump hat so ein bisschen was von so einem Pornstar. Ne? So ein Pornostar, der also vor der Kamera immer wieder auch die Position wechselt. Das ist der Trump. Ne? Unter seinen vielen Frauen waren ja auch zwei Ausländerinnen. Da wird dann in den USA gesagt, das ist ja ein Beweis dafür, dass US-Amerikaner nicht bereit sind, jeden Job zu machen. Das wird dann schwierig. Ja, aber jetzt im Moment denkt man ja, es sieht so aus, als könnte der Trump ja dann doch nicht dann das Rennen machen, als wird Hillary Clinton dann die nächste Präsidentin. Man weiß es nicht. Ich bin da skeptisch. Die haben ja letztens, haben sie auf der Walk of Fame da in Hollywood, da weiß ja, hat der Trump dann auch so eine Fliese, da hatten sie da unsere Hakenkreuze entfernen müssen. Man wusste nicht, ist das jetzt von Anhängern oder ist das von Gegnern, die das da drauf gesprüht haben. Und man weiß jetzt nicht, wie das ausgeht. Der Trump, der hat ja eine Anhängerschaft, die ist so begeistert, wenn der mitten in der Rede, wenn der da plötzlich seinen Schuh ausziehen würde und sagen würde, Moment, das ist Batman, der hat eine Nachricht für mich, dann wären die Leute mucksmäuschenstill, bis der Trump den Schuh wieder angezogen hätte. Deshalb, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Und Sie wissen ja, was ist der Unterschied zwischen Trump und Gott? Gott weiß, dass er nicht Trump ist. Machen Sie es gut.